Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Hype News auf unserem Kanal. Für die Leute, die es noch nicht wissen, bei Hype News stelle ich euch alle Informationen vor zum Sneaker- und Fashion-Bereich. Dementsprechend, falls ihr es nicht gemacht habt, dürft ihr gerne ein Abo da lassen und die Glocke anschalten. Und natürlich auch am Ende des Videos, wenn euch das Ganze gefällt, mir einen Daumen nach oben geben. Das würde mich wirklich sehr unterstützen und einiges weiterhelfen. So Leute, wie immer fangen wir jetzt erstmal mit dem Top-Thema an und für mich ist das diese Woche, dass Adidas der Metaverse beigetreten ist oder wie man das auch immer nennen will. Auf jeden Fall ist jetzt Adidas sozusagen online mit dabei und ist einer der Vorreiter für Online-Fashion. Man hat ja schon in der Vergangenheit gesehen, dass Balenciaga das gemacht hat, H&M und auch zum Beispiel Nike, die sogar direkt dieses RTFKT gekauft haben. Ich gehe da jetzt nicht zu tief rein, aus zwei Gründen. Erstmal bin ich selber noch nicht so informiert über Metaverse und über das ganze NFT-Thema und ich möchte auch nichts Falsches sagen. Aber wenn ihr Bock darauf habt, dann schreibt es mal unten in die Kommentare, dann kann ich dazu ein ausführliches Video machen und das richtig gut aufarbeiten und euch einfach mal erklären, was da in letzter Zeit alles so abgeht. Aber ich denke mal, dennoch, die meisten sollten es mitbekommen haben, Metaverse ist gerade ein sehr großes Thema und NFTs, also Non-Fungible Tokens. Also quasi Kunstwerke, die online gehandelt werden und wo man sich, sag ich mal, für Online-Aktivitäten sich die Kunstwerke kaufen kann. Also manche haben mehr Zweck und die kann man dann zum Beispiel oder soll auch dann später möglich sein, die in Spielen zum Beispiel zu nutzen. Und manche sind einfach Kunstwerke und manche haben auch Real-Life-Funktionen. Also da gibt es sehr, sehr viele krasse Sachen. Ich möchte nicht zu tief ins Detail gehen, aber wenn euch das interessiert, wie gesagt, kann ich mal ein Video darüber machen. Auf jeden Fall, Adidas ist jetzt sozusagen der Metaverse beigetreten und hatte am 17.12. einen Release, wo sie verschiedenste Klamotten sozusagen verkauft haben, die man dann auch in deren Spiel tragen kann, welches in der Zukunft kommen soll und eben auch in der Kombination mit Real-Life-Klamotten. Das bedeutet, wenn man sich die NFTs gekauft hat, kann man auch später Real-Life-Klamotten bekommen. Also 2022 am Ende des Jahres soll man die Möglichkeit bekommen, eben sich zum Beispiel die Hoodies oder die Tracksuits, die da rausgekommen sind, oder die Mütze, sich for free zu holen. Also das auf jeden Fall schon mal dazu, denke ich mal, ist nicht allzu schlecht, ist ganz cool, wenn man auch wirklich was davon hat. Ich glaube, die NFTs waren auch recht teuer. Ich glaube, irgendwie um die 500, 600, 700 Euro. Also hofft man natürlich auch, dass man davon was bekommt. Aber ja, das auf jeden Fall dazu schon, sage ich mal, relativ interessant. Und wie gesagt, so, man soll später eben die Möglichkeit bekommen, das online zu tragen. Bei dem Spiel Sandbox müsste das sein. Und halt eben auch in Real Life die Sachen zu tragen. Plus man hat sozusagen das Kunstwerk, welches man eben verkaufen kann und welches eben einen bestimmten Wert hat. Insgesamt hat Adidas dadurch 22 Millionen in Sales generiert. Und das halt eben durch ein paar verschiedene Bilder, die sie halt einmal gemacht haben und dann halt verkauft haben. Keine Produktion, kein dies, kein gar nichts. Und 600 Euro hat so ein Ding gekostet. Wie gesagt, bisschen was wird halt noch in Produktion kommen, wenn man die echten Sachen hat. Aber dennoch, das ist auf jeden Fall schon sehr interessant und sehr, sehr krass. Mich interessiert jetzt extrem, was ihr von diesem ganzen NFT-Fashion-Thema haltet, was ihr von, sage ich mal, Virtual Fashion haltet, also das, was auch Balenciaga gemacht hat, Online-Fashion-Shows und so weiter und so fort, also diese ganzen Sachen, die NFT, Online und sonst was basiert sind, die eben Fashion-bezogen sind, dass man zum Beispiel auch in Spielen seine Klamotten tragen kann und dieses ganze Metaverse-Thema allgemein, also ich kann mir vorstellen, wenn es wirklich extrem wird, dass man eben sagen kann, ey, man kann ein zweites Leben online führen und da halt eben reich sein und ganz viele Sachen erleben und sich cool kleiden und sonst was und vielleicht kann man auch später auf Instagram, sag ich mal, mit seinen Virtual-Klamotten flexen, einen auf den, also jetzt mal übertrieben gesagt. Und mich interessiert einfach, was ihr davon haltet, ob ihr es krass findet oder nicht, ob ihr das mitgehen würdet oder nicht. Ich persönlich muss sagen, ich lebe dann doch lieber in Real Life, weil das einfach die echtere Experience ist. Und bevor alles, sage ich mal, so krass schieflaufen würde, würde ich mir lieber einen Bus kaufen und reisen durch Europa, Amerika, was weiß ich. Aber wie gesagt, mich interessiert, was ihr davon haltet, deswegen schreibt es mal unten in die Kommentare und wie gesagt, wenn ihr ein längeres Video dazu sehen wollt, ihr seht, da kann man sehr viel zu sagen, dann schreibt es auch mal unten in die Kommentare, dann kann ich da ein gutes Video draus machen. Puh,
So Leute, das jetzt erstmal dazu. War auf jeden Fall einiges, was man dazu erzählen konnte. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt zu den Sneaker Releases und fangen wir da mal am 30.12. an mit den Jordan 1 OG in dem Patent Bread Colorway. Dieser Schuh wird 160€ Mutter kosten und in Size US 8 bis 11 350€ circa im Resale bringen. Das ist auf jeden Fall mal endlich wieder ein sehr, sehr cooler Jordan 1er. Anfangs fand ich die Patent Colorways nicht so nice, aber da die eben, sage ich mal, ein bisschen mehr special sind, gefallen die mir mittlerweile auch ganz gut. Und dieses Mal kommen auch Patent Colorways endlich in einem Man-Size Run raus. Das bedeutet, auch die Mans haben die Chance, sie zu kaufen. Sonst war es eigentlich immer so, dass ab 44,5 Schluss war und ich mit einer 45 habe dann eben schon eigentlich verkackt und kann mir die gar nicht mehr holen. Deswegen das auf jeden Fall ganz cool. Wird am 30.12. rauskommen. Ich werde auch nochmal in der nächsten Woche drauf zu sprechen kommen. Ich wollte es jetzt nur schon mal sagen, da viel früher vorher Raffles geöffnet werden auf zum Beispiel N-Clothing, Sneakers and Stuff, Soulbox, Beasten, keine Ahnung, Sivas Descalzo, Chine zu Paris, also überall wird es Raffles geben, safe auch bei Kicks, also ganz viele Raffles wird es geben, notiert es einfach mal, geht es mal durch, tragt euch schon mal ein, damit ihr eben hohe Chancen habt, den zu bekommen. Resale ist gut, aber auch zum Tragen ist der sehr cool und meine Empfehlung wird sein, den zu stocken. Ich kann mir vorstellen, dass der mit der Zeit nach oben gehen wird, weil der Bread Colorway ist einer der ikonischsten Colorways auf den Jordan 1er und jetzt in der Patent-Variante, denke ich, ist das auf jeden Fall schon ein ziemlich, ziemlich cooler Schuh. Ja Leute, ich sehe gerade Sneaker-Releases diese Woche gibt es nicht allzu viel. Ich denke, vor Weihnachten ist jetzt das meiste gedroppt und nächstes Jahr geht es erst weiter. Da werde ich dann auch nächste Woche einen sozusagen Jahresausblick machen fürs Jahr 2022, also viele Sneaker-Releases, die angekündigt wurden. Ich würde aber sagen, jetzt komme ich erstmal zu den Leaks, die es jetzt diese Woche gibt und fangen wir da mal an mit den Yeezy 1050. Der soll ja eigentlich 2021 noch rauskommen, also jetzt im Dezember. Allerdings bezweifle ich das stark, dass das Ganze noch passieren wird. Maximal noch nach Weihnachten. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass der Release mal wieder verschoben wird auf Januar. Das Ganze bedeutet jetzt für mich, dass ich mir entweder den Yeezy Knitrunner Boot kaufen muss oder den Yeezy NS LTD Boot. Beide sehr, sehr speziell. Ich finde die aber sehr cool. Sind zwar auch sehr teuer, aber ich möchte mir unbedingt einen von denen holen und den 1050 dann nächstes Jahr. Retail von dem Schuh wird 400€ sein. Resale kann ich mir vorstellen, wird auf jeden Fall sehr hoch. Aber dazu werde ich euch noch mehr Informationen geben, wenn es dann letzten Endes soweit ist und ich eben euch mehr Informationen dazu geben kann, die dann auch wirklich stimmen. Und bei den zweiten Leak, den ich dann diese Woche für euch habe, bei denen handelt es sich dann um die Kollabo zwischen Jount und Babestar. Die wurde jetzt gerade erst angekündigt und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Kollabo. Jount ist eine coole Marke und Babestars, ja, sind eigentlich ganz interessante Air Force One, wenn man es so nennen will. Die werden auf jeden Fall 2022 rauskommen und da gibt es, wie gesagt, jetzt schon den Teaser. Ich muss sagen, der Colorway, der bis jetzt, sage ich mal, angekündigt wurde, sieht sehr clean aus. Der ist weiß, hat einen grauen, wie man es auch immer nennen will, Babestar Swoosh und allgemein, finde ich, sieht der eigentlich ganz clean aus. Retail wird, denke ich mal, so um die 200€ sein und Resale kann ich euch bis jetzt noch nicht sagen und werde ich dann auch euch auch wieder mehr Informationen geben, wenn es letzten Endes soweit ist. Sonst aber, wie gesagt, coole Kollabo, cooler Release. Ich denke mal, darauf kann man sich freuen fürs Jahr 2022. So Leute, damit würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal wie immer zum Streetwear Fashion Bereich und da habe ich diese Woche zwei coole Releases für euch und fangen wir da am 26.12. an mit der Polar Fleece Jacket von Enemy Earth. Ich persönlich muss sagen, mich haut die Fleece Jacket jetzt nicht so um. Ich fand zum Beispiel von Systemic ein bisschen nicer, weil mal ein bisschen so mit den, ja, ich nenne es jetzt mal einfach Pattern gespielt wurde, so die einzelnen Formen und sowas und der Schnitt. Das sieht jetzt für mich eher wieder aus wie eine normale Fleece Jacket. Dennoch muss ich sagen, die Promo sah ganz cool aus, der Fleece sieht trotzdem ganz nice aus und ich glaube, man kann ihn zu einer Weste machen, was ich dann wiederum wieder nicer finde, was den ganzen oder die ganze Fleece Jacket wieder nochmal ein bisschen spezieller macht. Deswegen das auf jeden Fall für mich dennoch ganz cool. Retail von dem Ding weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall wird er aber am 26.12., also am Sonntag, wenn ich mich nicht täusche, um 12 Uhr rauskommen. Und ebenfalls dann am Sonntag, allerdings um 18 Uhr, wird dann die Moon Jacket von No Faith Studios rauskommen. Die Jacke wird 350€ kosten und es wird auf 120 Pieces limitiert sein. Das ist auf jeden Fall ein sehr limitierter Release. Ich denke mal, für den Preis wird die auch nicht so extrem schnell weggehen, aber ich denke mal trotzdem so mit 15 bis 20 Minuten Sellout Time kann man gefühlt rechnen, denn die Jacke sieht sehr, sehr krank aus, gefällt mir selber auch sehr gut und 350€ finde ich ist da noch ein ziemlich solider Preis für die. Deswegen das auf jeden Fall, geisteskranke Jacke. 350€ wird die Mutter kosten und 120 Pieces wird es geben. Also das ist auf jeden Fall cooler Release. Da gehen Props raus an
Luis. So Leute, und da das Video heute ein wenig kürzer geworden wäre und ich das natürlich jetzt kurz vor Weihnachten euch nicht antun wollte, dass ihr mit einem kurzen Video sozusagen in Weihnachten reingeht, wollte ich nochmal Hold or Sell mit ins Video packen. Deswegen gibt es hier jetzt nochmal 4 Hold or Sell Empfehlungen von mir. Und zwar fangen wir jetzt hier direkt erstmal an mit den Jordan 1 in dem Seafoam Colorway. Den Schuh würde ich nochmal 6 Monate stocken, da der erstens sehr beliebt ist bei Frauen und zweitens zum Sommer vielleicht nochmal hochgehen könnte. Ich sage jetzt könnte, weil es nicht unbedingt der Fall sein muss. Der ist zwar in den letzten 2 Monaten um 70 Euro gestiegen, allerdings könnte es wie gesagt an der Kaufkraft liegen, die jetzt so vor Weihnachten, sage ich mal, ansteht. Es kann also sein, dass der nach Weihnachten, nach Neujahr wieder droppen wird. Aktuell liegt er so bei 230 Euro nahezu allen Sizes und vielleicht wird er dann so in 6 Monaten auf 300 Euro noch hochgehen. Also, falls ihr den noch habt, dann stockt den auf jeden Fall, und falls der eben nicht runtergehen sollte, also falls er eben runtergehen sollte nach Weihnachten, Neujahr, dann checkt das auf jeden Fall nochmal aus, versucht die Preise ein bisschen im Blick zu halten, dann könnt ihr die verkaufen. Aber es kann auf jeden Fall sein, dass sie noch dann bis zum Sommer hochgehen werden. Eine weitere Hold-Empfehlung ist jetzt nochmal der Yeezy Slide in dem Ock Colorway. Ich persönlich würde die sellen, wenn ihr so um die 120, 130 Euro für den bekommen würdet, und es lohnt sich auch eigentlich nicht, die allzu lang zu stocken, aber man kann es dennoch versuchen, weil manche bringen aktuell nur so 80, 90 Euro. Deswegen guckt da einfach nochmal, ich würde den nochmal 6 Monate stocken. Wie gesagt, aktuell bringt er manchmal nur so 80, 90 Euro. Wenn ihr aber so 100, 120 Euro bekommen könnt, dann könnt ihr den verkaufen. Deswegen da einfach nochmal gucken, 6 Monate warten. Vielleicht geht er bis zum Sommer nochmal ein wenig hoch. Und dann würde ich sagen, wenn ihr dann eben so ja, bei den 130 Euro spätestens da angekommen seid, dann verkauft die. Ich denke nicht, dass sie dann noch viel weiter nach oben gehen werden. Eine weitere Hold-Empfehlung wird der Jordan 11 Cool Grey sein. Ich habe gesagt, den soll man sellen. Allerdings habe ich auch gesagt, dass die besten Size US 8 bis 11 sein werden. Jetzt sind nach dem Release aber die Size US 11 bis 16, also die sehr großen Sizes, ein wenig nach oben gegangen und liegen jetzt bei 260 Euro. Vielleicht wartet man da auch einfach nochmal 3 Monate und dann versucht man die sozusagen, ja, zu verkaufen für vielleicht so um die 300 Euro. Es kann nämlich sein, dass wenn man nochmal die Schuhe ein wenig stockt, dass sie noch ein wenig hochgehen werden. Aber ich würde es jetzt auch nicht garantieren. Wie gesagt, gerade ist die Kaufkraft sehr hoch, kurz vor Weihnachten. Es ist ein ganz solider Colorway, deswegen kann ich mir vorstellen, dass deswegen der Resale-Preis nochmal hochgegangen ist. Aber wenn wirklich alle Paare geschippt sind und sich sozusagen die Nachfrage ein bisschen legt, könnten die auch droppen. Aber ich würde sagen, erstmal warten, erstmal gucken, 3 Monate im Auge behalten, dann könnten die nochmal so auf 300 Euro in den Size US 11 bis 16 hochgehen. Und bei der letzten Hold-Empfehlung handelt es sich um die Nike Dunk High in der Kollabo mit Amazon, und zwar hier um die Deep Royal Colorways oder um den Deep Royal Colorway. Den würde ich auch nochmal so 6 Monate stocken. Der ist in der letzten Zeit extrem gedroppt und eigentlich kann ich es mir bei den Schuhen nicht vorstellen, dass der so krass am Droppen ist. Da es einfach ein sehr cooler Colorway ist, ein sehr cooler Schuh allgemein ist und ich mir deswegen nicht vorstellen kann, dass er jetzt auf 250 Euro in den Size US 8 bis 13 bleiben wird. Ich denke mal, der hat auf jeden Fall wieder Tendenz nach oben, deswegen wartet nochmal so 6 Monate und dann sollte der höchstwahrscheinlich auch wieder auf die 350 Euro hochwandern. Also da gerne nochmal warten, einfach aufgrund von der Kollabo, von dem Aussehen, würde ich mir vorstellen, dass der nochmal nach oben gehen wird. Deswegen, wie gesagt, das auf jeden Fall nochmal eine Hold-Empfehlung. Ja Leute, das war es jetzt aber mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn das der Fall war, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und es würde mich extrem freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet, das habe ich schon gesagt, wenn ihr ein Abo da lassen würdet und die Glocke anschalten würdet. Wir sind kurz vor den 80.000 Abonnenten. Vielleicht schaffen wir es ja heute, wo das Video online kommt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und sonst wünsche ich euch auf jeden Fall frohe Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich es Sonntag schaffe, ein Video hochzuladen jetzt mit Weihnachten und sowas. Ihr wisst Bescheid, ich gebe eigentlich immer 100%, aber wenn die Familie will, dass man am Start ist, dann sollte man auch am Start sein. Ich werde versuchen, ein Video Sonntag hochzuladen. Wenn ich es nicht schaffe, tut es mir auf jeden Fall leid, aber das auf jeden Fall dazu. Sonst würde ich sagen, geht's nach Weihnachten wieder weiter mit mehreren coolen Videos. Es ist auf jeden Fall einiges, wirklich, wirklich einiges Cooles geplant. Ein zweiter Teil von dem Fake vs. ja, StockX sozusagen. Da wird auf jeden Fall noch was kommen und viele andere coole Videos. Deswegen stellt euch da auf jeden Fall ein, lasst ein Abo da. Bis dahin, haut rein und ciao.